Ja, hallo, servus, grüß euch, willkommen bei einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin heute unterwegs mit der Schacke, da hinten ist. Wir haben jetzt vor, dass wir von Traun über den Urfix dann auf den Pfennigberg rauffahren, denn, wie es einige von euch schon mitgekriegt haben, ich habe ein neues Bike. Ja, wir werden uns später melden, wenn es dann bergauf geht. Und bis dahin habt ihr jetzt ein paar Eindrücke von Traun und Linz. Also, bis später. Ab geht's. So, die ganze Tour hat ca. 50 Kilometer und 5 Höhenmeter. Keine Ahnung, lese jetzt nichts außer. Oh ja, warte mal, doch da. Ja, irgendwie 300 Höhenmeter oder so. 400 eigentlich. Ja. Das Gipfel, ich weiß nicht, ob ihr das seht, ist der Pfennigberg. Da fahren wir rauf, wenn wir das schaffen. Und dann geht es wieder über einen Rundweg zurück. Das wäre der Plan. Und mein neues Bike stelle ich auch vor. Denn schon gesehen habt, ich habe mir jetzt ein Gravelbike gekauft für nächstes Jahr. Da stehen nämlich einige Bikepacking-Touren an. Mir hat das Fahrradfieber erwischt. So, da vorne seht ihr jetzt die Trauner Kreuzung. Die Ortskundigen unter euch kennen die Kreuzung bestimmt. Ja, der Weg nach Linz ist jetzt nichts Besonderes. Es wird erst dann wirklich schön, wenn wir in der Natur sind. Aber ja. Erster Mini-Anstieg. Wie geht's dir? Ich spüre meine Füße von gestern, aber ich bin da. Ja, aber man muss ja zur Verteidigung gleich mal sagen, wir sind gestern auch schon rauf gewesen. Über St. Florian auf im Wald. War ziemlich cool. Nach Gefühl Vierteljahrhundert für mich. Siehst du den Berg da vorne? Also da ganz, ganz vorne. Ja, das. Da fahren wir halt noch rauf. Genau. Er fährt rauf und ich warte irgendwo zwischen den zum Rauf. Nix, so, du kommst auch mit rauf. Auch vorher haben wir jetzt eine Stärkung vom Uferanermarkt. Da ist nämlich jetzt auch gerade. Das ist das Volksfest in Linz. Und ich weiß nicht wissen. In 80 Metern geradeaus auf Fahrradweg. So, jetzt sind wir auf der Nibelungenbrücke. Die kommt mir auch sehr bekannt vor, beziehungsweise euch vielleicht. Da bin ich vor circa genau einem Jahr mit der Mika losgegangen, die Tschechei auf zu Fuß. Video ist jetzt oben rechts verlinkt. So, auch kommen wir am Uferanermarkt. Wir haben uns da jetzt gerade Zimtdonuts rein, nein, Vanille-Donuts. Wir sind eingeladen worden von der Lisa da hinten. Eine Freundin von Mario, liebe Grüße an dieser Stelle, falls du das Video siehst. Falls ihr gerade mittig auf der Couch liegt und euch das Video anschaut, danke nochmal für die Donuts. Und wir fahren jetzt dann auf den Berg. Haben wir sich das jetzt schon verdient? Da kriege ich gerade richtige Flashbacks. Letztes Jahr wieder mit der Mika losgegangen bin, von Linz bis nach Tschechei. Ich glaube, das muss ich mal mit dem Vorrad fahren jetzt. Den Weg, was ich damals gewandert bin, von ja. Was sagt ihr? Wollt ihr ein Video sehen? Bei den ganzen Weg. Ich bin raus nochmal vorher in einem Tag. Ballert es in die Kommentare. Also, die Routenführung auf Komoot, wenn man Gravelbike eingibt, funktioniert. Es bringt uns wirklich Offroad. Aber nur Vorbau. Richtig cool, taugt mir. Da kommt man zu Wegau, was ich noch nie gesehen habe. Also, ich habe gar keine Ahnung, wo wir sind. Ja, in Linz. Ja, und in der Nähe von Donau. Von der Donau, aber cool. So, da vorne, das sieht man wieder nicht, sind die Bäume dazwischen, ist unser Bergau, wo wir aufgefahren jetzt, 400 Höhenmeter oder 300. Da sieht man es eben im Handy, so, wo wir das rein da. Da fahren wir ziemlich steil rauf. Bin gespannt, ob wir da jetzt aufgekommen und wie es da stark geht. Das wird lustig. Wie viele Höhenmeter sind jetzt das? Warte mal, 650, minus 250. Ja, 400. 400 Höhenmeter sind es. Dann sind es die Damen. Ich werde sicher ein paar Mal fluchen jetzt dann. So, das letzte Mal nicht in die Kamera schauen, bitte. Das ist immer wir sind da jetzt am Fuße des Berges.
Da bin ich früher immer Funken aufgefahren. Da habe ich übrigens den Chris kennengelernt. Liebe Grüße gehen an dich raus. Der war letztes Mal mit mir unterwegs im Waldurlaub. Das, was ich für dich empfinde, kann ich mit Worten nicht beschreiben. Wirklich. Okay, grinst dabei bitte. Ja. Hinter uns ist Bichling, Bashing? Bashing, ich vertausche das immer. Ja, und es geht jetzt da steil hinauf. Schaut auf der Kamera wieder harmlos aus, wie immer. Ja, irgendwelche letzten Worte? Amen. Amen. Ja, das passt ganz gut. Ja, uns werden sie jetzt oft fluchen hören. Bitte. Also, ich komme bis zum gelben Haus und dann machen wir raus. Also, bis zu dem gelben Haus? Genau. Okay. Na bitte, sag uns einmal, wie du das machst. Na bitte nicht, weil ich muss mich schalten. Bist du noch oben? Ja. Let's go. Schau, wie die Kicke weg. Schaut da oben. Schaut euch das an, wie es da vorzieht. Ab geht's. Ja, es fängt gleich an mit 15% Steigung. Geil ist das. Gegenwind haben wir auch noch. Mei, ist das nicht schön. Herrlich. Ich könnte mir nichts Besseres vorstellen gerade. Bergauf und Gegenwind. Was Geiles gibt's doch gar nicht, oder Schacke? Er hat mich gestoppt und umgehauen. Sie lügt. Ach du Scheiße. Alter. Alter. Könnt ihr euch nicht vorstellen, wie anstrengend das ist. Oh. 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 Ja, auf einmal ist er draußen da. Ein Sechs hier sicher nicht. Ja. Oh. Oh, mal auf die Schacke. Oh, ich gib Gas. Ach. Deine Sch***. Ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, aber... da rauffahren und Gegenwind haben. Das ist ja wirklich das Geilste, was es gibt auf der Welt. Wer das Gefühl nicht kennt, muss das einmal ausprobieren. Höhenmeterpicke, Ende. So, circa die Hälfte haben wir jetzt. Das ist nämlich ein sehr wichtiger Stütter für mich. Ich bin da, hab's ja vorher gesagt, ich bin da immer Funken gewesen und da habe ich in Chris kennengelernt. Liebe Grüße gehen raus an dich. Diesmal bin ich mit dem Rad ausgefahren. Wie damals immer mit dem Auto aufgefahren und die Radfahrer gesehen habe, habe ich mir gedacht, die sind doch alle wahnsinnig. Da kann man doch unmöglich auffahren. Das sind sie. Und jetzt habe ich es selber aufgeschafft, oder besser gesagt wir. Aber wir sind erst bei der Hälfte. Da oben ist das Gipfelkreuz. Und da schauen wir, dass wir jetzt aufkommen. Bist du ready? Ja, nennen wir es so. Ja. Jetzt geht es einmal kurz bergab. Damit es dann vorhin wieder steil bergauf geht. Schön, aber dann nehmen wir jetzt einen Schwung mit. Und da geht es schon wieder steil bergauf, geil. Wir sind jetzt circa bei der Hüfte. Was sieht man? Also, ich bin raus. Okay, komm. Das ist vielleicht mit einer Hand. Aber ich bin sogar schon über der Hälfte drüber vom Berg. Also. Ich muss sagen, ich hätte mir das niemals zutraut. Es geht eigentlich, es geht. Wirklich. Aber wie schaffen wir es? Warte mal auf die Schacke. Was machst denn du jetzt? Hallo, wo fährst du hin? Hey! Wir müssen rauf!
Ah, okay. Bis? Gut. Ich würde es gerne länger fühlen. Noch von mir selber alles runterfahren? Aber jetzt? Ein bisschen noch. Ein Viertel noch. Einmal noch einbeißen, dann haben wir es geschafft. Ein Sport, der mich an meine Grenzen bringt. Jawohl, endlich habe ich es einmal geschafft. Normalerweise, okay. Normalerweise gehe ich mal. Heute bist du einmal. Da gehe ich. Ja. Verzeih uns einmal, wie ist denn das? Anstrengend. Von Skala 1 bis 10, wie anstrengend ist das für dich? 10 ist das härteste. Was Muskeln in die Füße betrifft, tatsächlich 9,5. Na, da ist noch Luft nach oben jetzt. Jetzt machen wir die 10 voll drauf. Kurze Pause dazwischen, dann geht es wieder ein Stückchen. Aber wenn der Punkt erreicht ist, was... wenn man im Fahren umkippt, ist man zu langsam. Mhm. Und wenn eine Joggerin vorbei joggt, ist man auch zu langsam. Ein Zeichen dafür, dass ich mehr Kraft in meinen Füßen brauche. Ja. Und mehr quetsch ist da noch. Mehr, hast du einen Sprung? Nein. Ja, hau da mal ins rein jetzt. Okay. Ich nehme eins. Ja, dann haben wir uns jetzt eine Quetsche rein und dann fahren wir jetzt auf den Köpfe auf. Ich freue mich schon. Kurz haben wir gedacht, wir müssen abbrechen, aber wir ziehen durch. Wir ziehen durch, wie immer. Und so schieb ich. Ja. Ich gehe da auf, wenn wir irgendwie. Wir sehen uns oben. Quetschepause vorbei. Auf geht's. Auf den Bock. Auf den Gaul. Los geht's. Mehr Motivation. Ja! Yeah. So, ich stelle jetzt gerade vor einen Schüdel. Das richtet sich jetzt an die Biker und euch. Es sind mehrere Trails. Dachstrail, Wiesel Trail, Salamander Trail und Hornissen Trail. Ich gehe mal davon aus, grün ist das leichteste, blau mittel und rot schwer. Gibt es noch ein paar andere Schwierigkeitsgrade? Schreibt es bitte in die Kommentare. Dankeschön, würde mich interessieren. Weiter geht's. Jawohl, das macht Spaß. Das macht Spaß. Ihr könnt es auch in den Kommentaren ballern, wie viel Luftdruck soll ich reingeben, wenn ich so Schotterwege fahre. Ich habe jetzt 4 Bar drinnen, weil am Reifen oben steht maximal 4 Bar. Kann ich ruhig auslassen, nur wie viel ist die Frage. Bitte in die Kommentare ballern, helft mir ein bisschen, danke. So, da kommt die Schanke auch schon daher. Ein bisschen langsamer, aber man muss auch zur Verteidigung sagen, die hat richtig Asphaltschneider drauf. Da habe ich mich schon beschwert, immer bei der Alpe Adria Radweg. Fuck it, das ist wie. Oh, es macht Spaß, es geht bergab. Ja. Du musst nicht mehr treten. Das ist super, aber ich komme vor wie Schlitten fahren. Aber jetzt haben wir das Gipfelkreuz verpasst. Schau her. Müssen wir wieder zurück? Na, schau her mal. Hätten wir da links? Wir sind da, ja, wir sind da oben. Ich meine, das ist der Rückweg, ne? Das habe ich verpeilt. Was ist das da? Auf jeden Fall so ein Schnitt gewesen. Ah, wo die Steppen sind, okay. Ja, gut, dann machen wir das Stück. Nein, wir gehen die 50 Kilometer, was wir da jetzt verpasst haben, das machen wir einfach nächstes Mal. Wir kochen jetzt fertig runter. Ja, auf jeden Fall, wir haben da das blaue Linie, hätten wir noch fahren sollen, da rauf. Wurscht, das machen wir beim nächsten Mal. Wir fahren jetzt wieder zurück nach dran. Sehr schönes Stück, siehst du. Ui, ja, sind die noch sicher 20 Kilometer. Ja, da ballern wir jetzt runter. Und dann gibt es noch ein kurzes Fazit. Ah ja, und mein Radl zeige ich auch noch. Das zeige ich noch ein bisschen. Das mache ich dann am Schluss vom Video. Also dranbleiben, bis später. Wir kochen jetzt runter. Für uns ist da der Trail jetzt vorbei. Ich glaube, so viel habe ich gar nicht gefilmt. Macht aber riesen Spaß da in dem Gebiet da zum Fahren. Werde definitiv nur mehr herkommen, weil es ja erstens vor der Haustür ist und zweitens, weil es einfach richtig Spaß macht. So, ich habe euch ja gesagt, dass ich euch mein Rad zeige, beziehungsweise in dem Titel steht es ja auch. Ich zeige euch jetzt einfach mal mein Bike. Und zwar ist das ein Scott Bike. Scott Addict 20, um genau zu sein. Mit Carbon Gabel und Alu Rahmen. Natürlich ein Olivgrün, das ist natürlich genau meine Farbe, kennt ihr mehr. Ja, was gibt es denn da zum Sagen?
mit der GRX 810 Schaltung. Da gibt es drei verschiedene fürs Gravelbike. So gut kenne ich mich da ehrlich gesagt eh nicht aus, aber nur für die Technik-Freaks oder Daten-Freaks unter euch. Ja. Der Vorteil von dem Gravelbike ist einfach, dass man die Taschen alle super montieren kann. Wie ihr seht, habe ich eh schon einige Taschen da von Cyclid. Unbezahlte Werbung, weil geil, ja. Kann ich da vorne während der Fahrt aufmachen. Da habe ich eine Powerbank drinnen mit einer Kabeldurchführung, direkt angeschlossen aufs Handy oder auf meinem GPS bzw. auf meine Uhr. Dann da hinten habe ich noch eine Ex-Uhr. Okay, das kann ich jetzt nicht herzeigen, weil sonst fängt man das Rad um. Auf jeden Fall ist da auch noch eine Tasche. Dann da hinten die sogenannte Arschrakete. Schaut jetzt ein bisschen blöd aus, weil die ein bisschen überdimensional ist gerade. Die ist eher fürs Bikepacking gemacht und nicht so für gemütliche Touren am Abend. Hat 13 oder 14 Liter Volumen. Ist jetzt echt zusammengerollt. Also das Ding geht normal bis da hinten. Ja. Hat momentan noch Flat Pedals drauf, kommen noch Klickpedale drauf. Da vorne habe ich noch so eine Food Pouch oder besser gesagt kann man was zum Trinken reingeben. Da ein paar Riegeln für unter der Fahrt. Natürlich Scheibenbremsen. Der Vorteil am Gravelbike, dicker Reifen wie mein Allsrau, mit dem was gerade die Schacke da umfährt, mit den Asphaltschneider. Wenn ihr das kennt, mein Video bei Adradweg, da habe ich 100 Mal geflucht, wenn ich da aufgefahren bin mit dem Teil. Ist mit dem jetzt viel besser. Habe ich jetzt da bei dem Trail gemerkt. Kann man richtig geil abgekrochen. Habe ich mir ehrlich gesagt viel schlimmer vorgestellt, weil es ja eigentlich keine Federung hat. Oder Carbon, die Gabel gibt auch leicht nach, oder mehr Spür oder was. Schlagst du nicht ab, wenn das nicht so ist, keine Ahnung. Es fühlt sich halt einfach trotzdem gut an, wenn man da im Gelände fährt, obwohl es eigentlich keine Federung hat. Der einzige Manko ist nur der Sitz, muss ich sagen. Wobei das jetzt schon ein bisschen besser ist. Nach drei Tagen fahren hat sich mein Hintern dran gewohnt. Ja, ansonsten optisch eine 10 von 10, meiner Meinung. Mit dem Reifen da, mit dem Braun, das passt extrem. Schaut ein bisschen retro-like aus. Ja, vorne wird nur so eine Tasche herkommen. Und dann war es das eigentlich eh schon. Dann bin ich ready für meine Backpacking-Touren. Habe jetzt irgendwas vergessen zum Sagen? Keine Ahnung. Das Bike hat 22 Gänge. Gut untersetzt. Bin mega zufrieden damit. Bin jetzt, naja, jetzt Rail habe ich jetzt seit 4 Tagen. Bin jetzt schon 80 Kilometer gefahren. Ja, ich habe es geschafft. Wir fahren jetzt weiter heim. Hm? So, da kochen wir uns nochmal richtig geil runter. So, jetzt haben wir schon wieder kurz vor dran. Da ballert er jetzt nochmal da so eine richtige geile Gravelstelle entlang. Links nehmen wir jetzt einen Nebenarm von da dran, vom Kraftwerk weg. Da kann man richtig geil ballern. Das ist genau so ein Boden, wo sich das Gravelbike am Boden fühlt. Das macht auch richtig Spaß, was wir da hinkochen. Uiuiui! Ja! So Leute, das war's. Wir haben jetzt genau, boah, exakt 45 Kilometer am Dacho. Sind jetzt wieder am Startpunkt, was zugleich auch das Zielpunkt ist. Ja, wie hat's dir gefallen? Gut. Der erste lange Radtour war das eigentlich, oder? Und das erste Mal in meine Grenzen gekommen. Mhm. Ja, das ist dabei. Ist bergauf. Endlich habe ich es auch mal geschafft. Ja. Normalerweise bin ich über der, was fertig ist, wenn auf den Berg gegangen zum so Beispiel. So schlimm ist es nicht. Ja. Ja, ich bin total begeistert von meinem neuen Bike, besonders von den neuen Taschen, extrem leicht sind die. Werdet ihr mich mit dem Gravelbike öfters sehen müssen auf dem Kanal. Ja. Ich freue mich schon auf nächstes Jahr. Dürfen. Nein, müssen. Bleibt ja noch nicht aus, sonst müssen sie die abonnieren. Nein, das darf man nicht. Da unten irgendwo. Oder der Dislike-Button, der ist da irgendwo. Aber mehr würde mich freuen, wenn es da klickt. Da, so, da ist der Like-Button. Das ist meine Hand nicht essen. Ja, in diesem Sinne. Sage ich danke, freut mich, dass ihr wieder mit dabei wart und ich sage pfiat euch, bis zum nächsten Mal. Sag tschüss, Schacki. Tschüss, Schacki. Liebe Grüße, Stefan und Karin.